Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Medien Passion. Hier ist euer Patrick. Ich habe heute meinen Sohnemann, den Felix, dabei. Hi. Und zwar wollen wir heute mal zusammen das Gewinnspiel auflösen, also die Gewinnspiele auflösen. Und zwar hatten wir ja einmal das Kitten Day verlost und einmal das Star Trek Bridge Crew. Kitten Day für die PlayStation VR sowie Star Trek Bridge Crew aus dem Oculus Store. Bevor wir das machen, möchte ich mich erstmal wirklich ganz herzlich bedanken. Ich habe heute Morgen gesehen, wir haben jetzt 400 Abonnenten. Das fanden wir total überraschend und ganz toll. Ich hoffe, es läuft weiter so. Und mal schauen. Also, wie gesagt, das ist mein Hobby, der Kanal. Es wird auch immer mein Hobby bleiben. Und ich werde hier weder irgendwelche Links einbauen, wo ihr spenden könnt und so weiter. Meine Einnahmen bzw. Mein Gewinn ist A, dass ihr kommentiert und mal einen Daumen da lässt und die Abos da lasst. Sowie freue ich mich auf jeden Key, den ich mal von dem Hersteller kriege, den ich dann eventuell an euch verschenken oder verlosen kann oder ihn halt auch selbst benutzen kann. Dafür mein herzliches Dankeschön. Ja, ich würde sagen, machen wir nicht lange rum, wir verlosen mal den ersten Key. Was soll man verlosen? Kitten? Gibt's Katzenspiel oder Star Trek, Felix? Star Trek. Star Trek als erstes. Gut. Dann haben wir hier den Link von Star Trek. Gucken wir mal kurz rein. Wir lesen jetzt gerade mal vor, wer da alles teilgenommen hat, hätte ich gesagt. Und zwar ging es ja darum, welchen Star Trek... Euers ist quasi, welche Serie. Da haben wir einmal den Azit Distler. Styler. Azit Styler. Ja. Ja. Der fand die Star Trek Discovery sehr schön und der beste Captain wäre Captain Picard gewesen. Dann unser Freund Lukas Seger hat mitgemacht. Das nächste Jahrhundert wegen den Schauspielern fand ich auch am besten. Jonathan Frakes und Patrick Stewart. Marco Luke hat mitgemacht. Der fand Star Trek Voyager gut mit der Captain Janeway. Dann haben wir den... Untertage. Er steht auf die Alten, das heißt Captain Kirk und der Mr. Spock. Dann unser Freund Predator, Social Media Buddy, der auch immer, fast immer dabei ist. Und er schreibt hier, ich habe das Spiel schon mit DLC für Quest und PC, nehme nicht an der Verlosung teil, da er es schon hat. Ich weiß, der macht auch einige Videos drüber, könnt ihr auch mal vorbeischauen auf seinem Kanal. Ja, der Hölle. Also beste Staffel der vierte und letzte. Also er schreibt hier sehr, sehr viel. So, dann haben wir unseren Marshall. Marshall zockt. Hat keinen gesehen. Nee, der hat leider keine Quest. Da. Ja, und das schon. Und du hast keine gesehen, Marshall. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das habe ich gerade gesehen. Ja, ist ja der Wahnsinn. Das ist ja richtig enttäuschend, ey. Dann so. Anfang und Ende. Der hat die Anfang und Ende, findet The Next Generation und das Original natürlich super. Ja, und eigentlich immer die aktuellen. So, kannst du es auch noch lesen? Pinsi? Pinsi Pants. Ja, was für... Also ich fand die alten Folgen einfach am besten. Bin einfach Kirk und Spock und Pille-Fan. War ich auch und bin ich immer noch. Also, das, wie gesagt, also die beiden und... also Star Trek Originalserie und so wie auch The Next Generation fand ich eigentlich am besten. Luise. Die Luise 1181. Die könnte sich mit Marshall zusammentun. Die hat sich auch noch nichts angeguckt. Okay. Dann kopieren wir den Link mal raus. Schieben ihn hier rein. Zack. Wir laden mal die Ergebnisse. Wir haben den doppelten Filter raus. So, und ich würde sagen, Felix, du drückst jetzt mal hier auf Start und wir schauen mal, wer gewinnt.
So, wer hat gewonnen, denn Felix? Untertage. Tage. Herzlichen Glückwunsch. Mach bitte Folgendes. Entweder komm bei uns in Discord oder guck mal unter Kanalinfo. Da ist die Internetadresse von uns hinterlegt. Da schreibst du einfach mich mal an und dann gebe ich dir den Key für Star Trek The Bridge Crew. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich. Viel Spaß damit. So. Und gleich geht's weiter. Jetzt verlosen wir noch für Kitten D einen Key. Kitten D ist ja ein Katzenspiel. Da kümmerst du dich um Katzen. Genau. Da gibst du deinen eigenen Raum oder auch nicht. Also du kannst Aufträge machen. Genau. Du hast es auch schon mal kurz reingeguckt. Ja. So, gucken wir auch mal, wer da so geschrieben hat. Ja. So, da haben wir den Marshall wieder. Der hat die ganze Bude voller Haustiere. Hab Haustiere, allerdings zwei Hunde. Einer heißt Ikarus und andere Inuk. Auch interessante Namen. Hatte aber eine Katze, die mich nicht mochte. Die ist Motzi. Motzi, das passt ja. Ja. Dann sechs Mäuse, ne? Die werden sich gefreut haben, die sechs Mäuse mit deinen Katzen. Ne? Ja, alle tot. Dann haben wir hier den Zokotron. Der hat zwei Katzen zu Hause. Oh, beide Streuner. Oh. Ja, wenn die nie gegangen sind, Zokotron, dann hast du alles richtig gemacht, glaube ich. Dann haben wir den Daniel Zuber. Der hat auch eine Katze, eine europäische Kurzhaarkatze mit dem Namen Lucy. Kurzform vorab Lucifer. Ein kleiner Teufel, ja. So, der Justin Time hat auch mitgemacht. Justin Time. Ja, yeah. Wir haben eine Chihuahua-Katze mit namens Maggie. Und eine Bengal-Katze namens Nala. Ja, dann wird es Zeit, dass du virtuelle Katzen kriegst, ha? So, das hat mich so ein bisschen umgehauen, der Bericht. Aber schön, dass du mitgemacht hast, Jules. Ich wohne in einer psychiatrischen Einrichtung. Dort sind leider keine Haustiere erlaubt. Manchmal allerdings leiht mir der Nachbar eine Katze. Mimi heißt sie. Damit ich mit ihr kuscheln kann. Ich liebe Tiere und hoffe, dass ich bald mit meiner Freundin zusammenwohne und wir uns Kätzchen anschaffen können. In der Zwischenzeit wäre dieses Spiel genial. Ich liebe Tiere und ganz besonders Katzen. Lieber Grüße. Julian. Ja. Ganz toll. So, VR-Bytes macht nicht mit an der Verlosung, aber er drückt euch allen die Daumen. Dann haben wir den Super Dexter Murphy. Der hat eine Katze namens... Wie heißt sie? Mali. Mali, das Spiel habe ich schon. Es ist sehr gut, verlose es bitte nochmal. Machen wir doch. Wir hauen das jetzt hier raus. Ja? So, dann ist der Felix wieder dran. Und nochmal ein Herz. Ein Herz für Tiere. Ein Herz für Tiere, genau. So, dann hauen wir den Link wieder hier rein. Wir laden die Comments. Und willst du wieder Start drücken? Ja. Gott, Abmarsch. Oh nee, der VR-Bytes ist außen vor, du musst nochmal drücken. Wo? Da. Ja. Stopp. Ich helfe dir. Da. Und nochmal Start. Das ist nach oben gerutscht. Ja, ja, warte mal, wir machen das nochmal so. Und jetzt Start. Und. Zocko. Zockodron hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gucken wir mal. Das waren die zwei Streunerkatzen, die nie gegangen sind. Heißen Flash und Lilly. Herzlichen Glückwunsch, Zockodron. Bitte den Key genauso bitte anfordern. Entweder bei uns im Discord. Genau. Daumen hoch. Entweder bei uns im Discord oder halt schreibt mir eine Mail. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse steht
auf der Kanalinfo-Seite. Sowie der Discord steht auch unten drunter. Wäre schön, wenn sich der Discord ein bisschen füllen würde. Es sind eigentlich ganz nette Leutchen dabei. Uns fehlen noch so ein paar Quest-Leute. Das wäre ganz toll. Und ja, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt Mittagspause machen. Wir essen jetzt was. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja. Ja. Und die nächsten Videos kommen bestimmt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. So.